Hallo, willkommen in Video 49 in der Vorlesung Theorie ökologischer Gemeinschaften. In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt die letzte große Theorie vorstellen in dieser Vorlesung, die ich in dieser Vorlesung behandeln werde. Und das ist die neutrale Theorie der Biodiversität nach Hubble. Und es geht wieder um eine neutrale Theorie. Neutrale Theorien, das hatten wir ja bei dieser Inselbiogeografie gesehen. Wir wollen die Artengemeinschaft einer Insel beschreiben, die sich durch Immigrations- und Extinktionsereignisse bestimmt wird, wobei Individuen halt von einem Festland hier rüberkommen können. Haben dann gesehen, dass wir ein wunderschönes Modell aufschreiben können für die Artenvielfalt, den Artenreichtum auf dieser Insel. Was wir aber jetzt nicht hinbekommen, ist die Populationszahlen der einzelnen Arten auf der Insel zu bekommen. Das gibt diese Wilson-Theorie, MacArthur-Wilson-Theorie nicht her. Und Hubble, der sich sehr viel mit Bauminselsystemen beschäftigt hatte, also Baumökosystemen, der war damit vertraut mit diesen Rangabundanzplots. Und für ihn war es halt, also er hat dann sehr oft beobachtet, dass es halt diese wenigen häufigen und vielen seltenen Arten gibt. Und er hatte sich überlegt, kann man diese beiden Sachen nicht zusammenbringen? Und also kann man diese Inselbiogeografie nicht zusammenbringen mit diesen Rangabundanzkurven oder diesen Verteilungen der Arthäufigkeit? Und insbesondere sagte er, ja, diese Neutralitätsidee, die in diesem MacArthur-Wilson drinsteht, die stimmt ja in dem Sinn nicht, selbst wenn wir sagen, die Arteigenschaften sind neutral. Aber die Arten unterscheiden sich doch zumindest aufgrund der Häufigkeit. Und das ist ja so ein dominanter Faktor, den dürfen wir nicht wegtun. Also sagte er, können wir das vielleicht ersetzen, die Neutralität auf Artebene, durch eine Neutralität auf Individuumebene und sagen, die Arten sind im Prinzip alles gleich und das Einzige, was sie unterscheidet, ist die Häufigkeit einer Art. Und diese kleine Änderung, das war das Entscheidende für die Formulierung der neutralen Theorie durch Hubble. Und das war halt jetzt ja schon vor über 10 Jahren ein richtiger Schock, als er damit kam. Damit wurde sozusagen diese ganze theoretische Ökologie geschockt und das ganze alle Theoriegebäude noch einmal so richtig durchgemischt und durchgerüttelt. So, also was hat es jetzt damit auf sich?